Glock 17 Gen 4 FS Update Numero 5. Letzten Sonntag war ich auf der Landesmeisterschaft des BDMP in der Disziplin EPP und EPP Polymer. EPP steht für Europäischer Präzisionsparcours, European Precision Parcours, und wurde geschossen in den Disziplinen EPP, sprich letzten Endes jede in Serie gefertigte Waffe, und in den Disziplinen EPP Polymer, bedeutet in Serie gefertigte Polymerwaffen à la Glock 17. Und das ist auch genau die Disziplin, auf der ich diese Waffe beantragt habe. Wer dieses Thema zwischen Ken und Glock verfolgt hat, weiß, um was es hier geht. Es geht darum, komme ich mit diesem Ding klar oder nicht. Und Sonntag war so ein absolut klassisches Beispiel dafür, wo man auf der einen Seite das Ding nehmen müsste und gerade irgendwo gegen die Wand knallen müsste. Und dann wieder läuft alles geil. Ist total lustig gewesen. Ich sag gleich vorneweg, der Sonntag war eine Mischung aus Freud und Leid. Wir hatten, also grundsätzlich, es hat einen riesen Spaß gemacht. EPP ist eine absolut hammermäßig geile Disziplin. Die macht einfach nur richtig, richtig Laune. Ist super zu schießen, hat eine richtig schöne Mischung aus statisch, dynamisch und unterschiedlichen Stellungen des Schießens, sprich liegen, knien, sitzend, balgen, schnelles Ziehen und Schießen und so weiter. Es ist eine super abwechslungsreiche Disziplin. Also ein riesen, riesen Dank an unseren Referenten Klaus, der das ausgetragen hat. Und der nächste Wettkampf steht schon, wird angemeldet im Oktober auf dem Ranglistenturnier EPP, EPP Polymer und OS. Coole Sache, sprich Optical Sight. Aber zurück zum Thema. Also, Glock 17 Gen 4 FS Update Nummer 5. Also, ich bin soweit eigentlich sehr gut klargekommen mit der Waffe. Musste zwischen den beiden Wettkämpfen, EPP und EPP Polymer, meinen Griff anpassen. Das habe ich gemerkt. Ich habe bei der ersten Serie, sprich EPP, ich habe beide Disziplinen mit der Glock geschossen. Bei EPP, da habe ich total abgekackt. Ich habe meine Scheiben mal mitgebracht. Und ihr seht, eigentlich gar nicht mal wirklich so das Gelbe vom Ei. Die abgeklebten, das sind die ersten 10 Schuss. Ziehen, durchladen, 5 Schuss, nachladen, 5 Schuss. Die sehen eigentlich bei mir durch die Bank weg immer relativ gut aus, sind immer irgendwo im Bereich des Zentrums. Klar, paar Ausreißer, aber soweit eigentlich von 10 Schuss sind 8 Stück in der 5. Ist also soweit eigentlich ganz gut. Dann seht ihr aber, dass ziemlich viel linkslastig sind. EPP wird geschossen, 50 Schuss für den kompletten Durchgang. Und das heißt, hier sind ziemlich viele links weggedriftet. Ja, nicht wirklich toll. Bin auch, das gebe ich sehr gerne zu, bei EPP auf den vorletzten Platz. Ich glaube, es waren 25 Starter und ich bin auf den 24. gekommen. Das fehlt mir übrig, shit happens, dabei sein ist alles. Da spielt ein bisschen Anfangsnervosität eine Rolle für diese Disziplin. Das war das zweite Mal, dass ich sie überhaupt geschossen hatte. Und es spielt natürlich auch, ja, der Schütze selber. Ich bin ja kein Top-Schütze, mir macht das einfach nur Gaudi. So. Dann ging es über EPP Polymer, sprich eigentlich die Disziplin für genau die hier. Da lief die Welt schon wesentlich besser ab. Wie eingangs erwähnt, musste ich meinen Griff ein ganz klein wenig anpassen. Ich musste mal, habe gemerkt, ich habe beim ersten Durchgang meinen Finger nicht dort am Abzug positioniert, wo ich es hätte positionieren sollen. Ich war zu sehr hier mit der Fingerspitze dran, anstatt meinen Finger tatsächlich reinzurutschen. Bei der Glock habe ich gelernt, muss man tatsächlich den Finger reinrutschen, damit das funktioniert. Und dann drückt man die Waffe auch nicht so arg nach links weg, was ich mache, wenn ich den Abzug mit der Fingerspitze betätige. Das Ergebnis daraus, finde ich, kann sich sehen lassen. Das sind in Summe waren das, ich glaube, 18 Vierer, 11 Fünfer oder umgekehrt, ich weiß es nicht mehr genau, ich müsste mal auf die Ergebnisliste gucken, aber das waren in Summe, es war für mich ein super Ergebnis. Bin von 24 Startern oder 23 Startern war es, glaube ich, auf den 7. Platz gekommen mit diesem Ergebnis. Und da muss ich sagen, da waren teilweise auch hocherfahrene PPC 1500 Schützen dabei. Und da auf den 7. Platz zu kommen, muss ich ganz ehrlich sagen,
Ich bin da ein klein wenig stolz drauf. Hat richtig Spaß gemacht. Von daher, ich bin mit der Waffe sehr gut klargekommen an dem Tag beim zweiten Durchgang. Wir werden sehen, wie das Spiel weitergeht. Und von daher, ja, ich würde sagen, so leid es mir tut, nein, ich bin nach wie vor kein Glocklabber, aber ich groove mich zunehmend mehr und mehr auf das Ding ein, weil ich mich eben dazu bereit erklärt habe, mich auf die Glock tatsächlich einzulassen und es ernst zu nehmen. Und von daher, jo, das Ding geht weiter. Ken und seine Glock. In diesem Sinne, macht's gut.